Botschaft der allerseligsten Jungfrau Maria an ihr geliebte Tochter Lourdes Maria, 17. November 2016. Geliebte Kinder meines unbefleckten Herzens, mein Herz beherbergt euch alle, damit ihr in der wahren Liebe verbleibt. Wendet euch nicht vom Weg ab, den ich euch zu gehen bitte. Erlaubt mir, bei meinem Sohn Fürsprache zu halten. Bleibt an meiner Hand. Jeder, der meinen wird von seinen Weggefährten beschützt. Den Engeln, die ihn warnen, wenn er Gefahr läuft, sich falsch zu verhalten. Kinder, für den persönlichen und später den gemeinschaftlichen spirituellen Fortschritt ist es notwendig, dass jedes meiner Kinder nach innen schaut, so schmerzlich es auch sein möge, um die Wahrheit dessen zu sehen, wie ihr handelt. Ihr seid in der Lage, nach innen zu schauen und zu korrigieren, was ihr im Leben korrigieren müsst, insbesondere im Hinblick auf das menschliche Selbst und den Umgang mit anderen. Der Mensch würde nicht ständig Böses tun, würde er aufhören, das Böse nicht immer nur bei seinen Brüdern auszumachen, sondern sich ein für alle Mal selber im Licht der Wahrheit zu betrachten. Wenn der Mensch sich innerlich in Geist und Wahrheit betrachtet, findet er meinen Sohn tief im Inneren, der dort auf euch wartet, um euch ein tieferes Wissen um die Liebe Gottes und die Aufgaben des Menschen als Gotteskinder zu verleihen. Meine Kinder, in diesem Moment, in dem die falschen ideologischen Strömungen vorherrschen, seid ihr aufgerufen, auf die Verwirrung zu achten, in der ihr lebt. Was sie euch an neuen geistigen ideologischen Strömungen bieten, um meinen Sohn durch Praktiken der Konzentration oder Entspannung unabhängig vom Zustand der Seele zu finden, ist etwas völlig Falsches. Ihr müsst meinem Sohn folgen und in ihm finden, was die Welt euch nie geben wird. Zu dieser Zeit sind weite Teile der Kirche meines Sohnes durch die Freimaurerei und die Illuminati überflutet und mein Herz schmerzt angesichts der Unverträglichkeit dieser Geheimgesellschaften mit der Religion, die mein Sohn gegründet hat. Leitende Positionen in der Kirche meines Sohnes befinden sich in der Macht der Freimaurer, die eine große Verwirrung über die Annahme von Regeln im Widerspruch zu Gottes Gesetz entfesseln. Diese Praktiken haben den Rauch Satans in die Kirche meines Sohnes getragen, um Macht zu übernehmen und ihre wahren Zwecke zu verbergen. Meine Kinder müssen die Heilige Schrift kennen, um den Unterschied zwischen dem wahren Weg zu meinem Sohn und den verschiedenen falschen Wegen zu erkennen, die sie zur Anbetung des Leibes, der Schöpfung und Satans führen. Vergesst nicht, dass der Dämon in diesem Moment alle seine Tentakeln ausstreckt, um euch angreifen, ohne wahrgenommen zu werden. Der Gestank des Feindes der Seele strömt durch die Straßen der Städte und verbreitet Hass und Verwirrung bei der Menschheit, die orientierungslos ist, auf verschiedene Stimmen hört, von Augenblick zu Augenblick in Fehlern versinkt, in der Ablehnung und im Handeln gegen die Gebote. Das Böse ist in die Menschheit eingedrungen und hat eine undenkbare Stufe der Macht innerhalb der Religion der Völker erreicht, wirtschaftliche, soziale, politische und moralische Macht. Es hat sich die Lauheit meiner Kinder zu eigen gemacht und nimmt sie unter dem Aspekt der Brüderlichkeit mit, weder wahre Christen noch wahre Kinder Gottes zu sein. Geliebte Kinder meines unbefleckten Herzens, ihr müsst euch darauf vorbereiten, nicht betrogen und zum Bösen geführt zu werden. Lernt meinen Sohn kennen, lernt den Willen Gottes für sein Volk kennen. Ihr könnt nicht glauben, dass ihr sicher seid, wenn ihr nichts nach dem Gesetze Gottes, den Sakramenten und weiteren Werken der Barmherzigkeit handelt. Die Veränderung in euch beginnt durch die Erkenntnis des eigenen Handelns. Erfolgt diese Bestätigung nicht, geht ihr in Ketten, die euch an das Böse binden. Es gibt keinen neuen Menschen, ohne dass er sich selbst als stolzer und schwacher Sünder bekannt hat und um Gottes Hilfe bittet. Seid bereit, neue Menschen zu sein, durch die göttliche Liebe erneuert. Geliebte Kinder meines unbefleckten Herzens, die Menschheit weigert sich, sich mit meinem Sohn zu vereinen. Der Komfort, der ihr das Böse bietet, entfernt sie vom Mysterium des Kreuzes. Sie verachten die Gabe des Sehens durch Verleugnung, dass das Böse heute in der Menschheit lebt. Sie handeln nicht gut und verpflichten sich nicht für eine deutliche Veränderung hin zum richtigen Handeln. Sie verspotten diejenigen, die sich bemühen, im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes zu leben. Der Gestank der Sünde der Menschheit hat dazu geführt, dass die Erde an mehreren Orten auf der Welt kollabiert. Sie will nicht weiterhin die ständige Sünden der Menschen ertragen. Die Schwäche vor der Sünde zeigt sich einmal mehr in der Geschichte des Menschen, die Abweichung vom Gesetz
Gesetz Gottes zeigt sich in der geistigen Lauheit einer großen Anzahl von Menschen. Die Termine für die Warnung, das Wunder, die Bestrafung, für Katastrophen, die Tage der Finsternis und die Wiederkehr meines Sohnes laufen wie der Wind durch die ganze Welt. Mensch Gottes, bereite dich vor, als wäre dies der letzte Tag, an dem du lebst. Seid nicht wie die Heuchler, die erwarten, geprüft zu werden, um Vergebung zu bitten und zu der Strafe für ihre Sünden zu entgehen. Sie vergessen, dass Gott die kleinsten ihrer Gedanken, ihrer Werke und Taten kennt. Mein Sohn wird ohne Vorwarnung kommen und sein Volk einnehmen und ihm erlauben, sich selbst zu prüfen. Ihr müsst euch der Dringlichkeit des Augenblicks bewusst sein, nicht wie die Narren, die die Zeichen dieser Zeit leugnen, um die Naiven zu täuschen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all deinen Gedanken, MT 22,37, und um den Nächsten wie dich selbst, MT 22,39. Das Heil der Seelen unterliegt weiterhin den gleichen Anforderungen, ohne Veränderung im Gesetz, ohne Veränderung in der Substanz der Lehre, ohne Veränderung des Wortes Gottes. Meine Lieben, empfangt meinen Sohn gebührend vorbereitet. Wir rufen euch zu einem inneren Wandel auf, um empfänglich für die Erleuchtung des Geistes zu werden, damit ihr die Dinge nicht nur von außen seht, sondern in ihrer Essenz. In diesem Blick auf die Essenz sucht die Seele Gott in einer ständigen Bewegung zum Höheren hin. Meine Lieben, die Zeit läuft schnell und ich muss euch sagen, dass sich die Erde mit Sicherheit schneller dreht, und da der Augenblick kürzer ist, vergehen die Wochen schneller, ohne dass ihr es merkt. Daraus ergibt sich die Dringlichkeit der inneren Veränderung, denn die Ereignisse nähern sich mit großer Geschwindigkeit. Das Böse hat verheerende Auswirkungen auf die Häuser der religiösen Ausbildung. Das Böse zerstreut den Geist des Menschen, es zerstört die Familien, das Böse beschleunigt den Krieg in seiner Ganzheit, das Böse entfernt den Menschen von Gott, indem es ihm alle Möglichkeiten der Sünde bietet und er so in einer konstanten Lüge lebt. Der Mann kleidet sich wie die Frauen, wobei dies ein weiteres Zeichen für den Moment ist, in dem ihr lebt. So lebte man in Zeiten von Sodom und Gomorra, in Verderbtheit. Frauen suchen das Vergnügen des Fleisches und bieten sich schamlos an. Gebt die Schuld dem Bösen, daher erwähne ich das Böse, aber es ist nicht das Böse an sich, sondern die Hingabe des Menschen an alles, was schlecht ist und die Entfernung der Menschen vom Gesetz Gottes. Dies hat dem Dämon die Tür geöffnet, damit er den Menschen zerstöre und der Mensch die Schöpfung. Kinder, dies ist bereits geschehen, in diesem Moment erhält der Mensch die Früchte seines Wahnsinns. Alles, was geschieht, wurde von den Horden des Teufels vorbereitet, der die persönliche Prüfung der Seelen, Warnung, Ant und seinen Angriff beschleunigt, um die Seelen zu gewinnen. Ihr Lieben, es ist sicher, dass sich die Warnung vor den Toren der Menschheit befindet, also tut Buße, gebt keinen Anlass zum Verlust der Seele. Bittet meine Kinder, betet, hoch oben seht ihr das Feuer, das sich um die Erde bewegt. Bittet meine Kinder, betet für die Vereinigten Staaten, die Macht der wirtschaftlich Starken wird die Nationen überraschen. Rassenunruhen werden nicht auf sich warten lassen. Dieser Boden wird erzittern. Bittet, Kinder, für Russland, der Wolf lauert im Schafspelz. Bittet, meine Kinder, betet für Dänemark, es wird beben. Bittet meine Kinder, für Italien, es wird vom Terrorismus überrascht werden. Diese Generation wird Zeugin der Worte meines Sohnes auf dem Ölberg sein. Geliebte Kinder meines unbefleckten Herzens, diese Zeit darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden, sondern im Bewusstsein, wie viel das ewige Leben wert ist. Und indem ihr meinem Sohn ähnlich werdet, schaut hin nach oben, blickt nach oben, ihr werdet überrascht sein. Die Mühe verdoppelt sich für den, der meinem Sohn dienen will, und er muss in Treue dienen. Die Laue wird aus dem Munde Gottes ausgespeit werden. Vereint euch, helft euch, seid lebendige Zeugen der Liebe meines Sohnes. Ich segne euch in meinem Herzen. Mutter Maria, reine Jungfrau Maria, ohne Sünde empfangen. Reine Jungfrau Maria, ohne Sünde empfangen. Reine Jungfrau Maria, ohne Sünde empfangen. Kommentar des Mediums. Brüder und Schwestern, die Menschheit befindet sich zurzeit in einer Wartezeit oder in einer Ablehnung über das Kommende. Die große Barmherzigkeit Gottes ist der beste Beweis dieser Liebe, die nur die heilige Dreifaltigkeit für sein Volk fühlen kann. Wenn uns Gott auf der Erde bleiben lässt,
die uns als Erbe überlassen wurde und die der Mensch am Zerstören ist. Die Gottesmutter führt uns zum ewigen Leben, sie spricht die Wahrheit zu ihren Kindern, wissend, dass unser Herr Jesus Christus seinen Kindern alles Notwendige und mehr gibt, damit wir nicht nur im unmittelbaren Leben, sondern aus der Kraft der Seele heraus. Da wir keine isolierten Wesen sind, sondern Teil der Schöpfung, müssen wir uns bewusst sein, dass sich jede Handlung nicht nur auf die persönliche Ebene auswirkt, sondern auf die ganze Schöpfung Gottes. Wir müssen uns also für eine Änderung entscheiden und nur dank der Vergeistlichung werden wir bessere Menschen, Brüder und bessere Kinder Gottes. Amen.